Hallo Freunde, es ist mal wieder an der Zeit für unsere wöchentliche Kreuzfahrt. Deswegen vergesst bloß nicht alle eure wichtigen Sachen in euer Köfferchen zu packen. Beispielsweise eine Pistole, euer Maschinengewehr, den großen Raketenwerfer, den ihr in eurem kleinen Hinterzimmer versteckt. Und am allerwichtigsten, vergesst bloß nicht eure Zahnbürste. Denn ich würde sagen, Leute, wenn wir das alles mitnehmen, sind wir eigentlich auf alles vorbereitet, was uns auf diesem Schiff erwartet. Oder? Aber nein, ernsthaft Leute, vergesst nicht eure Zahnbürste. Zahnhygiene ist wichtig. Damit macht man keine Witze. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfer und herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Monstrum Challenge. Und zwar haben wir unsere heutige Challenge vom Mr. Chip und vom Craft PvP erhalten. Ihr seht die Kommentare hier eingeblendet. Und zwar ist das Ganze sozusagen die TV-Challenge. Ich werde euch mal ganz kurz erklären, wie ich diese Challenge auffasse und wie wir sie umsetzen werden. Wir werden jetzt quasi eine ganz stinknormale Runde Monstrum spielen, ohne irgendwelche besonderen Hindernisse. Jedoch, jedes Mal, wenn wir einen wichtigen Gegenstand finden, wie zum Beispiel die Luftpumpe oder die Chainspool oder sonst irgendwas, was wir brauchen, um zu fliehen, müssen wir zuerst eine Kamera auslösen und das Monster muss hinter uns her sein, bevor wir diesen Gegenstand aufheben. Das ist zwar keine besonders einfallsreiche Challenge, aber das ist eine Challenge, die uns alle Lebensgeister aussaugen wird. Das wird eine richtig krasse, spannende, heftige, üble Folge. Weil das ist eine Challenge, die quasi Nervenkitzel verspricht. Auf ganz hohem Niveau, Freunde. Ich sag auch verdammt oft Freunde in meinen Videos, ne? Ich wurde letztens darauf hingewiesen. Aber das macht ja nichts. Ich meine, wir sind doch alle Freunde. Oder? Jedenfalls hier nochmal ein kleiner Hinweis an euch, wenn ihr auch noch irgendeine Challenge habt, die ich mal machen soll und falls ihr auch vielleicht eure Challenge schon mal gestellt habt, schreibt es trotzdem nochmal unten in die Kommentare, vielleicht habe ich das übersehen oder so, schreibt einfach Hashtag TjulferMonstrum und die Challenge, die ihr mich gerne spielen sehen würdet, schreibt ihr dann in die Kommentare, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in diese TV- oder Fernseh-Challenge oder wie auch immer. Wir werden Blut und Wasser und Rotze schwitzen. Oh Mann, das wird echt eklig, Freunde. Wir starten jetzt diese Runde Monstrum. Los geht's. Und da befinden wir uns auch schon, Freunde, zurück auf dem Kreuzfahrtschiff des Terrors. Wir heben erstmal direkt die Taschenlampe und die Sicherung auf. Und wie gesagt, Leute, jedes Mal, wenn wir jetzt einen Gegenstand finden, den wir rein theoretisch gebrauchen könnten und aufheben. Also ich muss nicht jeden Gegenstand aufheben. Ich werde auch nicht alle aufheben, sondern nur die, die wichtig für das Ding sind, mit dem wir abhauen wollen. So, das Blut impliziert wieder, entweder haben wir den Golem. Oh, ich dachte gerade, hier kommt was. Aber die Lampe war nur am Flackern. Himmlisch schon zu werden. So, hier nehmen wir nochmal den Feuerlöscher. Also, wie gesagt. Geistvieh? Nee, okay. Ein guter Indikator übrigens, um zu testen, ob ihr das Geistvieh habt, ist einfach mal die Taschenlampe anzumachen. Weil manche Lampen flackern ja so, aber die Taschenlampe flackert nur, wenn das Geistvieh in der Nähe ist. Deswegen ist das schon mal gar nicht schlecht, Freunde. So, wie gesagt, wenn wir jetzt hier irgendeinen Gegenstand finden, den wir aufheben möchten, wie zum Beispiel den Helikopterschlüssel oder so, lösen wir zuerst eine Kamera aus, das Monster ist hinter uns her und dann heben wir den Gegenstand erst auf. Das wird natürlich teilweise wirklich schwierig und abgefuckt, Freunde. Aber wir gucken jetzt mal. Wir kriegen das schon geschaukelt. Geistvieh? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Einfach mal ganz easy weiter, Freunde. So, was haben wir denn hier unten? Ach, nur so eine scheiß Tasse nur. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier drüben haben wir die Messerhalle. Da ist eigentlich immer was drin. Ich muss zwischendurch jetzt die Taschenlampe anmachen. Ich habe gerade Panik, dass es vielleicht das Geistvieh ist. Und da habe ich wirklich keine Lust drauf, Freunde. Ich hasse das Geistvieh. Ihr wisst es ja. Wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, ich hasse das Geistvieh. Es gibt kein Monster, was ich in Monstrum so sehr hasse wie das Vieh. Ich habe wirklich Angst vor dem Ding. Wirklich. Ich habe ja wirklich in Horrorspielen selten wirklich heftige... Ist es das Geistvieh? Ja, es ist das Geist und... Nö. Nope. Nope. Was ich gerade sagen wollte, ich habe ja wirklich selten in Indie-Horror-Spielen oder so, dass man wirklich so krasse Angst hat. Ich meine, man erschreckt sich natürlich, man hat auch so ein mulmiges Gefühl, aber dieses Geistvieh, das jagt einem, also mir jedenfalls, wirklich einen Schauer den Rücken runter. Ich hasse das Ding. Ich mag es überhaupt nicht. Und es ist auf jeden Fall hier. Die Lampen flackern wie verrückt, die Taschenlampe hat auch geflackert. Und ich höre es auch. Oh shit, Bro. So, das Licht hat sich mittlerweile wieder normalisiert. Hier geht alles wieder seinen geregelten Gang. Das Vieh scheint weg zu sein. Hier flackern zwar noch die Lampen, aber das sind die Lampen, die sowieso flackern. Von daher alles easy, Freunde. Also die Taschenlampe muss ich jetzt ein bisschen im Anschlag halten. Die Taschenlampe kann mir jetzt den Arsch retten.
Taschenlampe kann mir jetzt echt den Arsch retten, weil dann sehe ich wenigstens, ob das Vieh auf dem Weg zu uns ist. Hier bin ich rausgekommen, ne? Genau. So, hier rechts waren wir noch gar nicht drin, ne? Gucken wir mal. Ist hier irgendwas Wichtiges, was wir brauchen? Ein Helikopterschlüssel vielleicht? Hallo? Der Helikopterschlüssel kann ja auch in Schubladen sein. Und das Tesafilm übrigens auch, beziehungsweise das Klebeband. Deswegen immer Schubladen öffnen und reingucken. Ist gar nicht mal verkehrt, Leute. So, Geistvieh nicht in der Nähe. Okay, wo ist denn die nächste Treppe eigentlich? Sind wir hier links schon lang gegangen? Sind wir... Ah, hier ist die Treppe, okay. Wir gehen mal hoch, Freunde. Da ist schon mal eine Kamera. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir rein theopraktisch hin müssen. Oh, shit. Kamera. Ah, okay, wir sind entkommen. Jedenfalls der Kamera. Okay. So ganz easy. Hier oben ist doch bestimmt irgendwas, was wir gebrauchen können, Freunde. Hab schon wieder Freunde gesagt. Naja, egal. Wir sind ja alles Freunde. Okay, hier lege jetzt der Helikopterschlüssel. Muss ich mir jetzt natürlich überlegen, ob ich den aufhebe. Ich werde das jetzt erstmal so vorgehen, dass ich erstmal gucke, was wir so hier jetzt in der Gegend liegen haben. Weil kann ja auch sein, dass wir jetzt hier zwei Gegenstände fürs U-Boot oder so schon haben. Und dann nehmen wir natürlich eher das U-Boot, anstatt dass wir jetzt nochmal über das ganze Schiff rennen müssen, um den Helikopterscheiß zusammenzusuchen. Da hätten wir noch das Feuerzeug. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns jetzt erstmal nochmal kurz auf den Stockwerken um. Wir merken uns einfach, wo die Sachen liegen und kommen dann im Zweifelsfall nochmal zurück. Also das ist auf jeden Fall die effektivste Herangehensweise, die uns am wenigsten umbringt. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil wir wollen es ja auch schaffen. Wir wollen ja auch entkommen. Wir wollen ja nicht nur Unterhaltung bieten. Ich würde auch gern lebend nach Hause. Kann ich das hier zumachen? Nee, kann ich nicht. Okay, machen wir mal kurz auf. Zack, zack. Nein, die mittlere auch. Okay, da ist aber nichts drin. Machen wir hier mal kurz auf. Aber die sind auch alle leer. Weil kann ja sein, dass hier noch... Oh, Kamera. Nein, das Vieh kommt. Licht hat geflackert. Jungs, komm. Ist ganz nah. Oh, ich hasse das Vieh. Es war ganz nah hinter mir auf jeden Fall. Nicht weit weg, obwohl das Licht noch nicht flackert, aber ich habe es gehört. Ich habe es definitiv gehört. Okay, Leute, jetzt müsstet ihr es auch hören. Es ist auf jeden Fall ganz nah. Und ihr seht auch meine Taschenlampe, die flackert wie verrückt. Und jetzt gehen auch die Lampen los, Freunde. Es ist auf jeden Fall ganz nah. Es ist, glaube ich, draußen auf dem Gang. Könnte sogar sein... Nee, es fliegt nicht vorbei. Okay, es ist woanders hingeflogen. Aber ich höre es immer noch auf dem linken Ohr. Ich gehe nicht raus, Mann. Okay, jetzt scheint es ganz weg zu sein. Ich höre es jetzt auch nicht mehr. Also gehe ich jetzt einfach mal raus. Ich habe keine Ahnung, wo das Vieh ist. So, da rechts war gerade wieder die Kamera. Haben wir ja gesehen. So, ist hier drin irgendetwas. Hier ist so eine komische Sprachaufzeichnung-Ding. Hier wäre nochmal eine Ersatztaschenlampe, falls wir unsere jetzige verlieren. Durch einen unglücklichen Zufall, man weiß es nicht. Und hier ist noch ein Raum. Security, okay, hier ist ja bestimmt auch irgendwas drin, hä? Was haben wir hier? Okay, hier hätten wir noch was für den Helikopter. Hier hätten wir jetzt auch noch Benzin. Das heißt, uns würde nur noch der Bolzenschneider fehlen. Ah, Freunde, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir nehmen den Helikopter. Das heißt, wir lösen jetzt die Kamera hier aus. Moment, wo ist denn die Treppe? Die Treppe war hier hinten, ne? Okay, wir lösen die Kamera aus. Okay, und los geht's, Freunde. Los geht's, jetzt nach oben. Ich muss ja eigentlich nur auf das Vieh warten, ne? Aber drauf geschissen. Drauf geschissen. Ich muss jetzt hoch. Ich hole mir jetzt erstmal direkt hier den Schlüssel. Okay. Und wir müssen wieder runter. Wo ist denn das Vieh? Huh, noch eine Kamera. Oh. Okay, was haben wir hier noch so liegen? Ich schaue mich mal kurz hier um, Freunde. Hier wäre was fürs U-Boot. Aber ansonsten sieht es hier sehr mau aus. Hier liegt ansonsten gar nichts rum. Auch kein Benzin oder so. Schade eigentlich. Ich hätte damit gerechnet, dass wir hier noch irgendwas Gutes finden. Aber es sieht ausnahmsweise mal nicht so aus. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh Leute, wir haben Besuch bekommen. Ich wollte gerade eigentlich den Kanister hier, also die Kamera triggern und dann den Kanister holen. Aber da kam das Vieh schon hinter mir her, ey. Das war gerade auf dem Gang. Das ist gerade erst zur anderen, also zur Kamera gekommen, die wir eben ausgelöst haben. Und hoffentlich guckt es nicht unter den Tisch. Also es kann uns ja eigentlich direkt sehen. Ich meine, nope. No, fuck off. Fuck off. Klick, klack. Klick, klack. Ich leuchte dich an. Hau bitte ab. Geh zurück. Dahin, wo du hergekommen bist mit deinem Stummelbeinchen. Blöde Drecksvieh. Zum Glück kann es schweben, sonst bräuchte es ja Krücken, ne? Okay, Leute, das Ding ist natürlich, das Vieh ist hier jetzt in der Nähe.
Und wir brauchen noch den Kanister hier. Das heißt, wir werden jetzt rausgehen, die Kamera nochmal triggern und dann schnell den Kanister einsacken und uns wieder hier unter den Tisch setzen. Das heißt, wir werden uns gleich hier wiederfinden. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch den Bolzenschneider und dann sind wir ja schon good to go, Freunde. Vielleicht schaffen wir das dieses Mal sogar. Falls wir den Bolzenschneider finden. Das könnte sich als schwierig erweisen. Okay, aber Leute, das Vieh ist jetzt weg. Die Lampen haben aufgehört zu flackern. Das heißt, ich gehe jetzt raus. Löse die Kamera aus. Wo ist das Vieh? Ich höre es noch. Egal, Kamera, komm. Komm, Kamera. Ja, ja, ja. Und los. Und los. Hol das Benzin. Nimm es auf. Nimm das. Nimm das Benzin auf. Oh Gott, ey. Ducken. Lampe aus. Okay. Hallo? Oh, und da kommt er schon wieder, Freunde. Ich glaube, der Typ ist mittlerweile richtig abgefuckt. Weil ich meine, wir führen ihn ja gerade so ein bisschen an der Nase rum, ne? Immer kommt er zur Kamera gelaufen, aber niemand ist da. Ich würde mich auch aufregen, aber ich hoffe, er findet uns nicht. Oh Mann, dann müssen wir gleich, wie gesagt, wir müssen jetzt nur noch eigentlich den Bolzenschneider suchen und einen zweiten Kanister Benzin. Benzin ist ja eigentlich kein Problem, das liegt immer irgendwo rum. Nur den Bolzenschneider. Ich hoffe, den finden wir. Und dann, oh nein, komm zurück, Taschenlampe. Und dann kommen wir natürlich wieder in dieselbe Situation wie Ende der letzten Folge, dass wir uns vermutlich beim Helikopter in den Containern verstecken und dann das Vieh einfach reinkommt und uns killt. Ich hoffe, es passiert nicht, aber erstmal müssen wir noch den Bolzenschneider finden, Freunde. Noch sind wir überhaupt nicht safe. So, Leute, er scheint wieder weg zu sein, er ist gar nicht hier in den Raum reingekommen, er scheint uns also nicht... Ich höre ihn aber noch. Er scheint uns also nicht wirklich verfolgt zu haben. Und wir müssen jetzt mal gucken, da rechts ist ja die Treppe. Und wir müssen jetzt... Oh. Shit. Warte mal, der ist hier noch irgendwo. Aber ich glaube, ein Stockwerk über mir. Okay, scheiß drauf, Freunde. Wir müssen jetzt... Oh, warte, ich muss noch eine Treppe runter. Warte, kommt der hier? Nee, okay. Wir müssen noch einmal runter. Und wir müssen auch noch weiter runter. Ich werde nämlich jetzt unten in den Kajüten suchen. Da sind ja meistens diese schweren Geräte versteckt, sage ich mal. Aber das Vieh lässt mir gerade keine Ruhe. Ich glaube, der ist gerade richtig nah. Ich glaube, der ist gerade überhaupt nicht weit weg. Okay, wie sieht's hier drin aus? Hallo, guten Tag. Ist hier irgendwas, was ich brauche? Nochmal eine Sicherung. Okay, die kann man immer gebrauchen. So, wie sieht's aus? Hier ist der in der Nähe? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich glaube aber, er ist wirklich nicht weit weg. Boah, jetzt hat mich das Wasser auch noch erschreckt. Scheiße, Alter. Okay. Kommt er da hinten? Nee. Okay, alles easy. Okay, wir gehen nochmal eins runter. Freunde, ganz ruhig. Das Problem ist auch, hier unten haben wir ja gar keine Kameras. Das heißt, wenn wir hier gleich irgendwas finden... Wo geht's hier denn hin? Ach, in den Maschinenraum. Wenn wir hier gleich irgendwas finden, müssen wir ja erstmal hoch, das Vieh oben triggern und dann wieder runterrennen. Das wird natürlich richtig penetrant und nervig, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, denn das ist die Challenge und wir müssen natürlich die Regeln der Challenge beachten und respektieren. Kommt's runter? Mach auf! Oh, es kommt, glaube ich. Chainspool. Ducken. Rein. Rein. Oh, yo, definitiv. Zum Glück bin ich hier reingegangen. Okay. Es ist definitiv draußen auf dem Gang. Hauptsache, dieses Scheißvieh. Es hat mich wahrscheinlich rennen gehört. Ey, geh wieder auf die Taschenlampe. Okay, Freunde. Aber wir haben immer noch nicht den Bolzenschneider gefunden. Vielleicht müssen wir in den hinteren Teil des Schiffes. Aber ich weiß es nicht, ey. Okay, es ist weg. Es ist weg. Ich glaube, ich gehe jetzt zur Treppe und sprinte einfach hoch, Freunde. Liegt hier sonst noch irgendwas? Nur die Chainspool, ne? Ja, nur die Chainspool. Die lassen wir natürlich liegen. Ich sprinte jetzt einfach nach oben. Ich sprinte einfach nach oben. So, hier hin. Und raus. Sehr gut, sehr gut. Okay. Und jetzt gehen wir in den hinteren Teil des Schiffs und durchsuchen da mal die unteren Kajüten und Mechanikerräume und Werkbänke und was da alles ist. Und da liegt dann bestimmt hoffentlich irgendwo unser Freund, der Bolzenschneider. Wir könnten natürlich jetzt auch schon mal... Ah, nee, wir lassen das. Ich wollte schon mal das Benzin und so hier hinstellen. Aber bevor damit im Ende noch irgendwas passiert, nehme ich es lieber mit. Bevor hier irgendwelche ungeahnte Zwischenfälle kommen, nehmen wir es lieber mit. Okay. So, gucken wir mal. Hoffentlich ist hier unten irgendwo was. Weil in diesem Teil des Schiffes sind ja auch richtig viele von diesen Räumen. Und hier ist eigentlich immer irgendwas, was man gebrauchen kann. Nur in diesem Raum jetzt nicht. Das war jetzt der Vorführeffekt, Freunde, oder wie man das nennt. So, ist hier jetzt noch irgendein Raum? Okay, hier wäre noch... Was ist hier drin? Was ist da hinten? Ist hier irgendwas drin? Chainspool. Noch eine Chainspool? Zweimal Chainspool? Wollt ihr mich verarschen? Gebt mir einen Bolzenschneider. Bolzenschneider. Okay, ich habe den Bolzenschneider. Aber hier sind keine Kameras, Freunde. Hier sind keine Kameras.
Das ist natürlich richtig scheiße jetzt. Ah. Okay. Kann ich mir merken, wo das ist? Schaffe ich es mir, das zu merken? Keine Ahnung. Okay, hier sind noch mehr Räume. Vielleicht ist hier noch irgendwo Benzin. Dann hätten wir alles an einer Ecke. Nee, okay. Aber wir hätten den Bolzenschneider, Freunde. Das heißt, wir bräuchten nur noch einen weiteren Kanister Benzin. Okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Habe ich irgendwas, um das Monster zu triggern? Nein, habe ich nicht. Okay. Aber wir hätten den Bolzenschneider. Wir hätten ihn auf jeden Fall am Start. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich hier einfach jetzt suche, bis ich eine Uhr gefunden habe und das Monster quasi manuell triggere. Ohne eine Kamera zu benutzen. Das müsste ja eigentlich auch ausreichen. So, was ist da hinten noch? Oh, vorsichtig, vorsichtig, nicht da reinlaufen. Was ist denn hier hinten? Ah, hier ist die Treppe. Ah, da sind ja auch noch Räume. Okay. 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 Hm. Warte mal, ist das Vieh hier? Nee, es ist nicht hier, okay. Alles easy, Leute. Okay, Moment, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Wir sind auf dem ersten Deck. Okay. Ich werde jetzt gehen und das Monster triggern, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich suche mir mal gerade schnell eine Kamera und dann laufen wir einfach hier hinten wieder hin. Okay, Leute, ich habe eine Kamera gefunden. Hier um die Ecke ist eine. Und wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Hier ist ein Raum. Und ich werde jetzt die Kamera triggern, bis wirklich das Monster kommt. Hier wäre noch Benzin. Okay, ich werde jetzt die Kamera triggern einmal, dass das Monster kommt. Ja, dann hole ich mir das Benzin. Und dann werden wir das Monster hinter uns herlaufen lassen. Bis zum Bolzenschneider. Dass wir jetzt auch mal hier ein bisschen Nervenkitzel drin haben, Freunde. So, wir triggern jetzt erstmal die Kamera. Komm, gib mir. Gib mir. Gib mir. Ja, ja. Okay, nice, nice. So, wir gehen hier rum. Nehmen das Benzin. Oh, nein, nein. Mach Ruf, die Bude. Nimm das. Geh hier rein. Mach zu. So, jetzt warten wir, bis das Monster kommt. Dann triggern wir das Monster, also dass es hinter uns herrennt. Und dann rennen wir erst zum Bolzenschneider. Dass das Monster uns wirklich bis da hinten hin verfolgt. Wir müssen das hier alles fair halten. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für den Helikopter. Dann müssen wir nur noch entkommen. Vielleicht kriegen wir das hin. Okay, Freunde, das Vieh ist jetzt auf jeden Fall hier. Ich warte jetzt mal kurz. Nicht, dass es gerade auf dem Weg in meinen Raum ist. Nicht, dass es uns kriegt, auf jeden Fall. Wir warten jetzt mal kurz, bis es hier ein bisschen rumgeflogen ist. Und dann triggern wir es am besten. Wir müssen mal schauen. Also wir müssen es jetzt natürlich so triggern, dass es uns nicht kriegt. Ja, wir müssen es triggern. Aber wir müssen es gleichzeitig so triggern, dass es nicht die Chance hat, uns zu töten. Das heißt, am besten müssen wir gucken, wo es lang fliegt und kurz hinter dem Vieh herlaufen, bis es sich umdreht. Und dann müssen wir einfach schnell wegsprinten. Mal sehen, ob wir das schaffen. Aber erstmal gucken. Noch ist es ziemlich nah. Ich nehme jetzt auch einfach schon mal den Feuerlöscher in Anschlag. Falls wir uns verteidigen müssen, dass wir uns verteidigen können, dann können wir es einfach schnell ansprühen. Okay, jetzt haben die Lampen aufgehört zu flackern. Und jetzt gucken wir mal. Hören wir uns mal um. Da hinten flackert es noch ziemlich stark. Da ist es. Da ist es. Komm. Komm. Kollege, komm. Hier. Ich bin hier. Hallo? Oh. Hat es mich gesehen? Haben wir es getriggert? Komm schon, komm schon, komm schon. Komm raus. Komm. Hallo. Hallo? Sag mal. Ist es dumm? Ist es... Oh, jetzt... Kommt es jetzt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warte, ich mache ihn mal kurz zu. Kommt es? Na komm schon, Kollege. Nicht, dass es gleich von hinten kommt. Oder von vorne. Das wäre unpraktisch. Wo ist das Vieh denn? Jetzt ist es da, oder? Jupp! Komm schon, komm raus. Hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ja, ja. Komm. Ja, okay, wir haben's, wir haben's. Oh, ist das schnell? Ist das... Hä? What the... Oh, nein, nein, warte, warte. Ich sprühe es an, ich sprühe es an. So, jetzt, jetzt. Boah, es hat uns... Eiskalt... Nein, 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 nein. Alter. Scheiße. Scheiße. Warte, ich sprühe es nochmal an. Okay. Nö, der Feuerlöscher ist leer. Nein, hier ist der... Alter, fuck, Alter, fuck, Alter, fuck. Hauptsache, das Vieh kann auf so eine Distanz die Fertigkeiten anwenden. Das wusste ich überhaupt nicht. Okay, wir haben uns aber regeneriert. Unser Leben ist wieder voll da. Alter, Finne, ich dachte, das hat uns... Ich dachte, das hat uns voll bei den Eiern. Okay, wir sind hier. So, wir müssen jetzt links, links, nochmal. Nein, nein, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang, hier, hier, hier war der Raum. Hier war der Raum. Nein, hier war der Raum, gar nicht. Hier war der Raum. Okay, mach hier auf. Duck dich, Typ, duck dich. Warte, ich hab's noch nicht aufgehoben. Kommt das noch? Warte mal.
Kommt das noch? Ist es da? Aber meine Lampe flackert nicht. Warte, ich mache hier mal zu. Ich habe keine Ahnung. Ist es in der Nähe? Okay, es ist weg, es ist weg. Ich heb das Ding jetzt auf. Es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Ist es weg? Doch, es ist weg. Gott sei Dank, meine Herren. Ich wusste nicht, dass das Geistvieh auf so eine extrem große Distanz seine Fähigkeiten raushauen kann. Das hat uns zweimal erwischt. Ich dachte schon, wir gehen jetzt drauf. Ich dachte schon, das killt uns. Aber das Vieh muss quasi anhalten, scheinbar, um diese Fertigkeit auszuführen. Deswegen haben wir es nochmal geschafft. Okay, Freunde. Jetzt müssen wir nur wieder hoch. So, den Feuerlöscher können wir wegschmeißen. Der ist komplett leer. Den haben wir komplett aufgebraucht. Aber hier ist zum Glück ein neuer, Gott sei Dank. Okay, warte mal. Einmal wieder auf den Feuerlöscher switchen. Okay, ich habe mich fast noch hier unten verlaufen, ey. Ich habe fast den Raum nicht gefunden. So, aber ich denke mal, dass das Vieh noch relativ nah ist. Ich glaube nicht, dass es weit weg ist. Aber es ist nicht so schlimm. Wir müssen ja nur zurück bis zum Hubschrappschrapp. Mehr müssen wir nicht. Ist alles gut. Beruhigt euch bitte. Warte mal, ist es hier? Das Licht hat gerade geflackert. Ich gehe mal langsam weiter. Nicht, dass es noch hier draußen an Deck ist und uns auflauert. Das wäre unpraktisch, Freunde. Das wäre wirklich unpraktisch. Ich meine, wir haben den Feuerlöscher, aber ich wollte es trotzdem nicht drauf ankommen lassen heute. Wir haben es ja eben schon drauf ankommen lassen. Okay. Freunde, sieht alles safe aus hier. Ich mache die Bude jetzt mal auf. Hier, zack. Einmal auf, bitte. So. Okay. Jetzt mit dem Bolzenschneider alles abschneiden. So. Einmal, komm. Sehr gut. Nochmal. Zack, sehr gut. Nochmal. Komm, 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 komm. Okay. Und hier nochmal. Sehr gut. Okay, Freunde. So, wo ist das Vieh? Ich höre es nicht. Gut, machen wir mal den ersten Kanister auf. Container meine ich. Hier, machen wir auf die Bude. Ist da. Alter, wie gut wir momentan sind. Wir finden einfach immer auf Anhieb die Pumpe. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Nicht, dass das Vieh auf einmal hier irgendwo ist. Das muss nicht sein, ey. Ich habe echt keinen Bock, dass das hier uns jetzt noch kriegt. So, warte mal. So, das Ding stellt sich jetzt hier hin. Ich nehme schon mal den Feuerlöscher wieder in Anschlag. So. Jetzt müssen wir nur das hier nehmen. Wir ziehen es hier dran. So, jetzt schütten wir das Benzin hier rein. So, einmal. Und nächsten Kanister. Zweimal. Sehr gut. So. Jetzt werfen wir die Bude an. So. Aber ich verstecke mich jetzt irgendwo. Weil ich habe keinen Bock, dass das Vieh jetzt wiederkommt und uns killt. Ich werde mich jetzt hier hinstellen. Und wenn ich sehe, dass es die Treppe oder so hochkommt, dann sprühe ich einfach an und renne woanders hin. Und kann dann halt abhauen. Also das hier ist eigentlich der beste Punkt, glaube ich, ne? Hier können wir alles ein bisschen im Auge behalten. Es kommt schon. Alter, da hinten ist gerade das Licht ausgegangen. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, es ist schon da. Jo, das Licht flackert. Oder kommt es von hier drüben? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ist vielleicht doch keine so gute Position hier. Ich weiß es nicht. Aber ich bleibe jetzt hier stehen. Ja. Es ist definitiv auf dem Weg. Da hinten kommt es. Ich hau ab. Ich hau ab. Fuck it, I'm out of here. I'm out of here. Ich glaube ja, das Vieh kann den Helikopter nicht sabotieren. Also renne ich einfach weg. Und verstecke mich hier im Schrank drinne. Mach die Bude bitte zu. Und jetzt warten wir einfach hier, bis die Pumpe fertig ist. Ganz still und leise. Bitte Pumpe. Pump schneller. Okay, Freunde, ich glaube, das Vieh ist uns gefolgt. Ich höre es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ganz nah bei uns. Die Pumpe ist fertig. Wir haben Task completed erhalten. Wir müssen quasi nur noch zum Helikopter rennen und draufdrücken. Dann sind wir safe. Aber ich glaube nicht, dass es gerade safe ist, hier rauszugehen. Ich glaube, das Vieh ist in der Nähe. Ja, Licht hat gerade kurz geflackert. Hat nochmal geflackert. Ja, ja. Es ist definitiv in der Nähe. Es ist gar nicht weit weg, glaube ich. Hallo, bitte. Ich wollte doch nur ins Fernsehen mit den Kameras. Bitte, lass mich wegfliegen. Mit meinem Fernsehhelikopterer. Mit meinem Hubschrappschrapp. Okay, ich glaube, das Vieh lässt sich nicht überreden. Aber ich glaube, es entfernt sich wieder. Ich warte jetzt, bis die Lichter wieder an sind und dann renne ich einfach. Ich warte jetzt, bis die Lichter an sind und dann renne ich
mit Feuerlöscher im Anschlag. Wenn es uns in die Quere kommt, sprühen wir es einfach an. Okay, die Lichter sind... Ich renne jetzt einfach. Oh, nee! Nein, 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 ich hab's angesprüht. Aber es kriegt mich. Es kriegt mich. Es kriegt mich. Es ist direkt hinter mir. Es ist direkt hinter mir. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Shit, Bro. Fuck, fuck, fuck. Warte mal. Die Seite hier hat den Nebel, genau. Den Rauch, den Wasserdampf, whatever. Okay, ab nach oben. Ab nach oben, schnell, schnell. Schnell, schnell. Ja, der Helikopter läuft schon. Ab rein, ab rein, ab rein, ab rein. Ja, geh rein in die Bude. Ja. Ja. Challenge erfüllt, Freunde. Challenge erfüllt. Sehr, sehr nice, sehr, sehr gut mit dem Helikopter. Gott sei Dank. Das war ein penetrantes Geistvieh. Das war ein penetrantes Geistvieh. Und meine Aktion am Ende mit einfach rennen war vielleicht nicht die schlauste, aber es hat funktioniert. Das ist alles, was zählt. Aber bitte nicht nachmachen. Es ist gefährlich. Wie ihr seht. So, Freunde, das war's für diese kleine Folge Monstrum. Wir haben die Challenge erfüllt, sind dem Geistvieh entkommen und ihr habt's am Ende in der Cutscene gesehen. Das war das erste Mal, dass wir die Cutscene mit dem Geistvieh hatten, mit dem Helikopter zusammen. Und es hat quasi versucht, mit seinen Fertigkeiten uns noch vom Himmel zu holen, aber wir haben es zum Glück geschafft, wegzufliegen. Wir sind jetzt in Sicherheit. Das war's für diese Monstrum-Challenge. Und vergesst, wie immer, nicht in die Kommentare eure Challenges zu schreiben, die ihr gerne noch sehen würdet. Also Hashtag JulfaMonstrum und dann arbeiten wir die einfach mal alle ab, Leute. Und ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge Monstrum wieder oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal. Euer Tüber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.